Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich konnte mich heute früh nicht entscheiden, ob ich lieber Bananeneis will oder ein Green Smoothie. Und da dachte ich, probierst du doch einfach ein grünes Bananeneis. So, jetzt habe ich hier 6 bis 7 gefrorene Bananen rein, 4 große Dattel und jetzt kommt noch mein Spinat dazu. Ich weiß übrigens nicht, ob das jetzt ohne Wasser funktionieren wird. Ich probiere es einfach mal. So. Und dann probieren wir das jetzt hier mal aus. Ich habe übrigens einen neuen Mixer. Da habe ich jetzt auch so einen tollen Stab. Und hoffe, das funktioniert jetzt auch. Ich denke, jetzt kann ich raus tun, weil ich den hier schon viel brauchen werde. Also, ich musste jetzt noch ein bisschen Wasser reintun. Man sieht hier auch ganz, vermixt es nicht, aber mir reicht das. Es ist auch eigentlich schön cremig geworden. Wie sieht man das hier? Ja, und jetzt kommt der Geschmackstest. Also den Spinat schmeckt man eigentlich fast nicht. Es hat jetzt so eine leicht grünliche Farbe und ich finde es auf jeden Fall gut und ich werde es jetzt essen. Und vielleicht ist es ja auch für jemanden eine Idee, der gern mehr Greens integrieren will in seine Ernährung, nicht weiß wie. Oder für die Kinder. Ich, mein Sohn liebt nicht Bananen. Das werde ich ihn auch mal probieren lassen und mal schauen, was er dazu sagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!